Wo willst du jetzt hin? Das Versteck ist, glaube ich, im... Ah, das Versteck ist direkt oben. Direkt bei uns. Ja, es sind beides Verstecke. Ja, aber das eine ist das, Lord Nefarius. Genau, das Nefarius. Ist direkt hier um die Ecke. Deswegen würde ich sagen, verfolgen wir erstmal unsere andere Quest weiter. Also, wo dieser Sith Lord sich verstecken soll, angeblich. Mhm. Fahre ich gerade in die falsche Richtung? Ja, ich weiß. Ah ja, da ist die richtige Richtung. Genau, da, wo der blaue Manschkal ist. Da, wo ich bin. Wer ist bloß dieses blaue Manschkal, wollte ich gerade fragen, aber schön, dass du schon selber beantwortet hast. Der einzig wahre Valen. Nee. Was? Naja, statt Warsteiner, Len. Wow, der war schwach. Tut mir leid, ich war in Dresden, da haben das so mit Warsteiner, deswegen. Oh Gott. Du Armer. Ich hab's nicht getrunken, muss ich da dafür gestehen. Was? Du hast kein Bier getrunken? Nee, ich mag kein Bier. Ich weiß. Deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wie das Warsteiner da schmeckt. Nicht so gut wie das Bier hier in München. Ja gut, mir schmeckt das Bier in München schon nicht, von daher. Kritisch, ganz kritisch. Oh ja, hier sieht's wichtig aus. Oh, großer Truppenplatz hier. Fehlt noch General Hux, der eine andere Sprache macht. Jetzt läuft ihr einfach vor! Ja, immer dem blauen Manschkal folgen, Len. Ja, und wo ist der blaue Manschkal? Genau. Hier. Hast du noch gekämpft? Nee, bei dir. Er ist bei mir. Dir, der blaue Manschkal. Genau hier ist er bei mir. Du, auf deiner Karte ist er genau da, wo ich jetzt bin. Da werde ich was mit dir. Außer bin ich das blaue Manschkal. Hast du meine Hautfarbe mal gesehen? Also, wenn jemand das blaue Manschkal ist, dann ja wohl ich. So. Ich bin der Papa-Schlumpf, also Geschicht, komm her. Geschickt ausweichenden Leuten. Geschickt nicht die Aggro anziehen. Mhm. Das klappt durchaus hier. Man kann ja durchaus in der Mitte durch. Man sollte nur nicht auf das Eis tappen. Durch und durch. Durch und durch. Ja. In die jede Phase und mal den ollen Sith verprügeln. Oh Gott, das sieht hier schon so aus. Was ist in einem kreisrunden Raum? Leute zum kaputt machen! Wer hätte das gedacht, Len? Yeah. Gegner gibt es. Oh, ja, hier hängen ja schon überall diese Zeichen. Die Zeichen des Imperiums rum. Ach, hier ist oh, da hat einer schon rote Lichtschwerter. Sehr gut. Das macht doch Spaß. Ja, eben. Da macht es gleich doppelt so viel Spaß, wenn man weiß, der Sith-Marodeur. Ah, der Klassiker. Sith-Marodeur hat aber gleich auch schon mal gekämpft gegen. Ja. Der hat doch sicher irgendwelche coolen Sachen. Deswegen wir ihn umbringen müssen. Er ist ein Sith. Reicht das nicht als Begründung? Nee. Nee. Also wirklich nicht. Len hat das schon sehr verinnerlicht hier mit den Jedi. Naja, immer das Gute und so, so eine Chance geben. Ja. Aber bei dem einen hat es ja echt funktioniert. Den einen konnten wir echt bekehren. Ich bin immer noch begeistert. Ja. Der war ja auch voll gut. Ja, der hat mir einen blauen Lichtschwertkristall geschenkt. Hat sich übelst gelohnt, dem zu helfen. Ich hab den wahrscheinlich auch irgendwo, aber ich hab noch nicht in meine Mails geguckt. Ja, solltest du mal machen. Ich hab lohnt sich die Kristalle. Ach, ich verkaufe ja die. Ich verkaufe die Schwerter ja nicht alle. Ja, die Kristalle tue ich normalerweise raus, bevor ich sie verkaufe. Ja, anscheinend nicht. Ja, ganz am Anfang halt nicht. Und mittlerweile in letzter Zeit können wir überhaupt keine Schwerter mehr mit Kristallen bekommen. Also Kristalle sind echt relativ selten eigentlich. Ah, oh, da ist noch ein Sith-Marodeur. Und ein imperialer Dragoner. Was auch immer der. Das hat die Tür für mich erledigt. Okay. Ja. Au. Das sieht schon so imperial aus. Ja, es ist muss schon sagen, dieses imperiale Design, das ein bisschen hier so Todesstern erinnert oder so, das ist schon cool, muss man sagen. Da bekommt man schon ein bisschen Bock immer auf die dunkle Seite zu spielen irgendwann. Wirklich. Ja. Aber da sind wir noch weit von entfernt. Wie gesagt, ist ja noch nicht mal sicher, dass wir es machen. Also, ich bin mir ganz sicher, dass ich das nicht machen werde. Okay. Da könnt ihr mein Wort nehmen, das werde ich nicht machen. Okay, dann muss ich das vielleicht alleine machen, wenn ich das irgendwann mal machen sollte. Genau, das seht ihr nur, wenn wir machen. Exklusiv. Exklusiver Content hier. Oh, da hinten können wir noch in die Luft sprengen. Das könnten wir, oder wir könnten nach oben gehen. Ich bin oben. Achso. Na, dann sprengen wir das auch in die Luft. Eben. Na komm. Hat sich doch angeboten. Na komm, spreng's doch in die Luft, wundern Mädchen! Wundert mich ja, dass wir nicht eine bestimmte Anzahl von denen erledigen müssen oder so, wie es sonst immer der Fall ist. Doch, ich schon. Echt? 15. Hab ich gerade geschafft. Ah, dann hatte ich das wahrscheinlich schon. Also. Das kann natürlich sein. So, noch einer weniger. Imperiale Schocktruppe ist Geschichte. Und da ist aber noch einer. Wo müssen wir? Ach, wir müssen unten weiter, oder? Ja, wartest du auf mich bitte?
Ja. Das wäre super. Ach, in den Raum müssen wir. Da müssen wir lang. Was machst du noch? Ich kämpfe. Ah. Ja gut, dann mach das mal. Werde ich dich nicht von abhalten. Was hab ich bekommen? Hand, was? Handplanetenmodell. Okay. Tja, warum auch nicht? Das sieht cool aus. Das sieht cool aus, diese Anlage. Ja, oh mein Gott. Oh ja. Geh mal. Geh mal weiter. Oh ja, doch, das sieht cool aus. Da sind wir an der richtigen Adresse. Holy moly. Oh ja. Gibt's sogar eine coole Zwischensequenz. Okay, er schaut ein bisschen dämlich. Ihr seid wirklich äußerst stur. Ihr seid wohl erst zufrieden, wenn ihr mich wirklich in Schwierigkeiten gebracht habt. Was? Ja, wäre gut, wenn du dich auch zeigen würdest, mein Freund. Tretet aus dem Schatten und stellt euch eurer Strafe. Mein Meister überträgt gerade eine höchst amüsante Holo-Nachricht. Ihr solltet sie wirklich mit mir zusammen ansehen. Es war sehr töricht von euch, meinen Kreuzer alleine anzugreifen, Augustin. Oh, was bist du blöd. Es ist noch nicht zu spät, Angral. Tut einmal das Richtige. Ergebt euch. Zu schade, dass ihr euren Schüler nicht mitgebracht habt. Dann könnte ich euch beide töten. Sagt mir eines, Jedi. Habt ihr Angst zu sterben? Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Wenn es keinen Tod gibt, wo ist dann mein Sohn? Oh, der ist so blöd. Der ist so blöd. Nein! Und jetzt werde ich euch vernichten. Schließlich kann man nicht gegen etwas kämpfen, das man nicht sieht. Ach, euer Gestank verrät euch. Ich muss euch nicht sehen. Ich kann euch riechen. So langsam gefällt ihr mir. Ich bin sowieso blind. Was für eine Schande, dass ihr sterben müsst. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Der Todessiegellaser ist wieder aktiviert und er ist auf euch gerichtet. Ja. Yeah, das macht Spaß. So, ich bin ja sowieso blind. Ich habe ja nicht mal Augen. Ja eben, also das mit dem Geruch hat bei dir vielleicht dann schon funktioniert. Hinterhältigen Sith hier überall. Ja, hier kann auch... Oh, ich sollte dem ausweichen. Besänftigen funktioniert nicht bei ihm. Oh, ich habe ihn betäubt. Oh, jetzt hat er irgendwas ausgepackt, irgendwas Gemeines. Au, das war der Strahl, ja. Wirklich, du bist drin stehen geblieben. Ja, ich wollte wissen, was das ist. Meine Güte, das kannst du auch rausfinden, indem du ausweichst. Ja, ich hab's halt selber erfahren wollen. Okay. Da gab mir die Möglichkeit, es noch auf ganz andere Weise rauszufinden. Okay, jetzt müssen wir wieder ausweichen. Okay, jetzt habe ich es aber verstanden. Wow, es ist so schwer, dem auszuweichen. Ja, vorhin war ich halt noch... das hat mich schon wieder erwischt. Weil diesmal hat mir nichts abgezogen. Alter! Ich war weg. Ich war aus dem Kreis draußen. Hör auf mich zu würgen, du Blödmann. Keine Sorge. Der ist echt unangenehm, der Kerl, müssen wir sagen. Ja, ist stark halt. Ja, stark ist... Also aushalten tut er nicht so viel, aber... Cut hat ein paar gemeine Attacken drauf und gleich ist er tot. Nein! Er ist mir noch einmal... Ja, entwischt. Mir auch. Und da kommt der Laser von oben. Ich hab mich diesmal nicht erwischt. Wow. Wundert mich ja, dass kein Löcher. Und ich springe auf ihn und habe ihn nicht getötet dadurch. Doch. Ich hab ihn auch. Okay. Punktgenaue Schweißlampe, ein Traumbett war. Was hat er? Was hat er denn für uns? Sith-Opernsammlung. Toll. Okay. Beide so sinnvolle Sachen wie die Schweißlampe. Warum? Braucht kein Mensch. Gut. Jetzt müssen wir wieder raus, oder was? Was? Ich glaube fast, das war's, ja. Das war toll. Aber Orgus ist doch echt zu blöd. Ach nee, da sind noch ein paar Sith. Hm? Wo? Da sind noch ein paar Sith. Ah ja, stimmt, wir müssen auch in den Raum da hinten. Aber ohne Witz, der Orgus ist doch so blöd. Es war doch so offensichtlich, dass er da drin gekillt wird. Oder dass er zumindest da gefangen genommen wird. Also, Entschuldigung, warte. Wieso hat er denn nicht gewartet? Also, manchmal riecht die Story so. Aus denselben Gründen, warum du brezelst. Ja, immer, weil ich's kann. Ja, nee, ohne Witz, also das ist doch echt unnötig gewesen von ihm. Sorry, aber er hätte auch warten können, weißt du, da befreien wir ihn, nur dass er dann in die nächste Situation rennt, die er halt mal zur Abwechslung nicht überlebt.
zum Verzweifeln der Macht. Vielleicht ist er ja gar nicht tot. Ja, vielleicht wird er wiedergeboren oder geklont oder sowas. Gehen wir rein? Alles schon gegeben. Ja, gehen wir. Okay, hier müssen wir eh nur kämpfen. Ja, stimmt. Die imperiale Dragona. Und die anderen Spaßvögel schießen einfach mal in die Luft, die sonst nichts zu tun haben. Oder weil sie es können. Oder beides. Oder alle drei zusammen. Ja. Das ist gut, aber die Gegner noch kurz zu betäuben noch. Das bringt direkt was, außer macht es auch Schaden. So, der ist weg. Was war das so? Was war da dabei? Jetzt weiß ich schon. Hast du schon umgebracht? Hey, sind alle tot. Hä? Ja, sind alle tot, hast du recht. Todessiegel Zielcomputer. Wo? In der Mitte. Wo kommen wir denn? Das ist unsere Aufgabe. Ja. Ach da, ich war auf der falschen Seite von dem Ding. Okay, aktivieren wir es. Ja. Oder deaktivieren wäre es besser, nicht dass sie. Oder wir visieren den Kreuzer von ihm an, dann können wir den Kreuzer gleich in die Luft jagen. Das wäre praktisch. Ich weiß nicht, was passiert. Also wir haben auf jeden Fall neue Zielkoordinaten eingegeben. Ach, oh nein, ich glaube, der sprengt sich selbst in die Luft. Ja. Ja. Das war knapp. Das war knapp. So, dachte schon, jetzt erwischt uns. Ja, quatschen wir mal. Das Todessiegel wurde zerstört. Euer Gefolge ist in Sicherheit. Ich werde sofort den Palast Organa informieren. Wir stehen auf ewig in eurer Schuld. Duke Tool hat uns als Zeichen seines guten Willens die Spionin Alaina geschickt. Sie wird sich für ihre Verbrechen verantworten müssen. Ihre Aussagen werden das wahre Gesicht des Imperiums offenbaren. Kein Haus wird sich danach mehr mit ihnen verbünden. Das hoffe ich doch. Je früher das Imperium Alderaan verlässt, desto besser. Bitte entschuldigt, aber man verlangt nach mir. Die Bedrohung ist vorüber, doch der Krieg geht weiter. Ich hoffe, dass Alderaan eines Tages in dauerhaftem Frieden lebt. Leb wohl, Jedi. Wir sollten zurück zum Schiff und General Varsatra von Meister Orges berichten. Das sollten wir. Allerdings haben wir noch eine andere Quest, die wir vorher zu Ende machen wollten. Ja. Und zwar müssen wir mit Katai Panthea sprechen. So ist es. Außerdem haben wir noch... Spekt. Was ist das da? Warum ist das angezeigt, dieses Grüne hier? Are you talking to me? Das ist von Pantera, deswegen. Ah, Pantera, okay. Pantera. Ja. gut zu wissen. Ich muss mal wieder meinen Kopfschmuck in einer anderen Farbe wählen. Ach, das ist alles gar nicht in der Farbe gewesen. Ich glaube, ich muss die Sachen alle wieder in die Farbe, in das Gold machen. Schaut nämlich viel besser aus, wenn das Gold ist. Weil ich so ein Goldiger bin oder so. Kira hat ihr Schwert immer noch draußen. Mach ich doch auch. Das ist eine coole Kombo. Blau und gelb. Kira! Blau und rot, das wird noch viel cooler, wenn ich mal wieder zurückkomme zu meinem Schiff. Aber wir sind ja schon fast auf dem Weg zurück. Noch eine Sache. Ich tippe mal, das ist die letzte Sache, die wir hier zu tun haben, oder? Dass wir uns mit der anderen Tante treffen und dann noch den Ugul, der ja auch irgendwie so einer der Hauptbösen ist von dem anderen Haus, dann auch noch einen Besuch abstatten, früher oder später. Nein, ich hab's nicht geschafft. Was wolltest du schaffen? Ohne Argo, aber der stand direkt vor mir, direkt beim Eingang. Achso. Ich hab's zu spät gecheckt. Hi. Servus. Hab gedacht, ich leiste dir ein bisschen Gesellschaft, wenn's recht ist. Ja, so, die anderen greifen uns noch nicht an, also. Gefälschte Ausweisdokumente gibt's für dich. Wenn du sowas magst. Das bringt. Geschenk, oder? Kleiner Einflussgewinn. Ja. Sah mir schon so aus wie eines der Geschenke. Sah mir. Ist ein Name. Ist richtig. Wir schauen erstmal auf die Karte. Das ist ein weiter Weg. Aber können wir da. Nö, so weit ist es nicht. Aber wir können auch nicht wirklich viel. Naja, das lohnt sich nicht wirklich da. Was? Ding ist. Wir müssen einfach dem Weg folgen. Ja, wir müssen einfach dem Weg folgen. Nee, ich meine, es lohnt sich nicht wirklich. Den. Na, die Fernreise-Dingens da. Fernreise zu machen. Das meinte ich damit. Das bringt uns nichts. Wettrennen! Verdammt. Falsche Kurve genommen. Aber ich finde es nochmal ein bisschen tick cooler, wenn man irgendwo drauf sitzt und fliegt. Als wenn man den Fahrzeugen fährt. Aber gut. Ein bisschen schneller können sie manchmal auch noch sein, die Fahrzeuge. Ja. So diese Geschwindigkeit von den Speedern haben. Weil wir haben, glaube ich, jetzt eh schon die maximale Geschwindigkeit, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall auch nochmal die Hauptdinge, weil wir sind ja auf vier Stufen aufgestiegen. Das heißt, wir könnten neue Fähigkeiten haben. Da müssen wir wieder einen Ausbilder aufsuchen bei nächster Gelegenheit. Fährst denn du dann? Abkürzung.
Nee. Nicht wirklich. Mann. Fast. Versuch was wert. Also ich weiß nicht, was du verstehst unter einer Abkürzung, aber... Abkürzung. Der Weg wird dadurch länger, das ist doch eine Abkürzung, oder? Das, ich wollte gerade sagen, the clue's in the name. Kürzer. Also. Schießen sie auf mich? Nein, tun sie nicht. Sind ja brav. Vorhin gibt es auch noch so coole grünleuchtende Kristalle. Unten sind auch noch ein paar Viecher im Wasser, aber die lassen wir alle mal links liegen. Jetzt sehen wir es mal von der anderen Seite hier, die Brücke. Sieht schon cool aus. Große? Mhm. Oh ja. Sieht echt mächtig aus. Da lohnt es sich doch hier entlang zu fahren, hat man eine schöne Aussicht auf die Brücke. Die letzten Meter auf Alderaan zurückzulegen. Ich fand jetzt von der Story her Alderaan... Schwach. Es war eher... Also ich finde... Tatooine 2. Das war Tatooine 2, ja. So ein bisschen. Große Massenvernichtungswaffe, wir haben die Kontrolle verloren, macht mal. Ich finde es aber echt komisch, dass halt so storymäßig das... So oft sich das irgendwie so ein bisschen wiederholt, dass man halt so oft dieselben Sachen macht, also selbst in der Hauptstory. Berg Sindos. Ich sag ja, das ist wie so ein bisschen Episode 7 halt. Also nicht dass Episode 7 schlecht ist, aber wo halt Sachen immer wieder, wie zum Beispiel der Todesstern, dass es den einfach wieder gibt. Solche Sachen meine ich halt. Aber Starkiller Base ist doch komplett was anderes. Ja klar, ist größer, muss anders sein. Ist größer. Und es kann 5 Planeten auf einmal zerstören. Das kann ein ganzes Sonnensystem zerstören. Das ist richtig, Alter, aber was macht es? Wo kommen wir da hin? Wie, was macht es? Es zerstört Planeten. Oh ja, doch, also es ist ein weiter Weg, den wir hier zurücklegen. Da vorne ist anscheinend dieser Palast von dem anderen Haus. Ja, Ufercliffs haben wir entdeckt. Das Glarus-Tal, Ufercliffs. Also hat man schon mal das Gefühl, dass das doch relativ groß ist auch. Alderaan. Oh, Alter, wie weit ist denn der Scheiß? Zurück könnten wir immerhin mit den Dings fahren, mit den Gleitern. Da ist nämlich genau oder der Gleiterstation. Oder schnell reisen. Oder schnell reisen. Ja, wahrscheinlich ist schnell reisen die bessere Variante. Wahrscheinlich, ja. Aber es gibt hier die coolen Gleiter. Es gibt hier die Manta-Gleiter. Ja, dann können wir das auch machen. Von mir aus. Ja. Erstmal müssen wir hier reinkommen und das hier alles überstehen, bevor wir hier überhaupt irgendwas uns überlegen können. Ich fahre hier mal an euch vorbei, wenn es nicht stört. Hey, es hat sie nicht gestört. Ich bin da nie vorbeigekommen. Ich auch. Das sind unsere Leute. Ja, es sind keine Gegner, deswegen. Ja, das habe ich auch gecheckt. Ich jetzt auch, nachdem ich mich nochmal vergewissert habe. Ja, ich war irritiert, weil man sie nicht anklicken konnte. Die Geschütze haben uns auch nicht angegriffen. Ah. Noch nicht, noch nicht. Ich glaube, wir kriegen hier eine neue Mission. Naja, also hier ist auf jeden Fall erstmal eine Mission, die wir abschließen müssen. Wahrscheinlich ist die nächste Mission dann in diesem Dings, in dem Palast drin. Das ist nicht zum Abschließen. Doch, wenn's. Ja, also eine Mission hier. Auf jeden Fall ist das Ziel unserer Mission keine. Wir reden einfach. Der Zeitpunkt ist gekommen. Je länger diese Zecke auf dem Thron sitzt, desto tiefer zerrt sie an Alderaans Adern. Das streite ich ja nicht an, Bindua. Unsere Retter! Ich begrüße euch im Namen des Hauses Panthea. Ich bin Prinzessin Kartei, der einzige Ersatz für einen Erben, den uns dieses Ungeheuer Ulgo gelassen hat. Okay, was ist hier los? Man sagte mir, ich müsse dringend mit euch sprechen. Ich brauche eure Hilfe. Stürzt den Mörder meiner Familie vom Thron und ich unterstütze die Republik bei der Wahl eines Herrschers. Wie ich zu Commander Bradell sagte, konventionelle Methoden nützen nichts. Boris Ulgos Armee ist den Organas und der verbliebenen Königinnenwache gewachsen. Die einzige Chance ist eine kleine Einheit, die ins Anwesen eindringt und den Thronräuber herausfordert. Na, dieser war auch ordentlich in den Schminktopf gefallen. Ich meine natürlich, ihm wird Gerechtigkeit widerfahren. Lass die Andeutungen sein. Reden wir Klartext. Boris Ulgo hat sich mit der Elite seiner Wachen im Thronsaal verschanzt. Tötet ihn. Solange er lebt, stellt er eine Bedrohung dar. Das ist nicht nötig. Er hat der Republik 20 Jahre lang gedient. Verhaftet ihn und man wird ihm den Prozess machen. Wir werden die Gerechtigkeit walten lassen. Das ist doch immer die richtige Antwort. Alle sollen von seinen Verbrechen hören und wissen, dass gerecht über ihn geurteilt wurde. Danke sehr. Wenn ihr ihm gegenübertretet, könnt nur ihr das entscheiden. Aber erwartet nicht, dass er den Thron aufgibt, solange er noch lebt. Dies ist der Zugangscode für das Privatgemach. Für alles, was ihr getan habt und was ihr noch tun werdet, müssen wir ihn euch anvertrauen.
Benutzt ihn, um diesen Hund vom Thron zu stürzen. Dann wird das Haus Panthea euch ewig dankbar sein. Okay. Interessant. Warum haben sich die Wachen jetzt einfach vor sie gestellt? Schuhe sind scheiße. Das ist richtig. Nehmen sie aber für Kira. Das hätte ich auch machen sollen. So. Kira, was hast du denn für Stiefel? 48 Rüstung, 10, 14. Sind die besser mit der Kira? Hä? Ach, die neuen sind besser. Klar sind die neuen besser. Ich weiß nicht, eigentlich ist es sinnlos, sie auszurechnen. Ich glaube, da steht sogar irgendwo dabei, dass die Werte sich nicht ändern von ihnen, oder? Meine, das gelesen zu haben. Gefährten erhalten keinerlei Wertbonusse durch Ausrüstung. So viel dazu. Also es ist wirklich nur optischer Natur. Also wenn sie dir optisch gefällt, dann... Ja. Ich werde dir trotzdem die besseren Sachen geben. Ja, warum nicht? Mein Mädel hat nur das Beste verdient. Oh, ist doch nicht süß, der Len. Nur das Beste hat er. Ich wollte nur mal gucken, was hinten in der Höhle ist. Ich wollte nur mal gucken, was hinten in der Höhle ist. Aha, aha. Du musst ja alles erkunden, Len, ist wichtig. Ja, es gab ja sogar Leute, die wollten, dass wir alle Nebenmissionen machen. Also von daher müssen wir ja überall mal gucken. Es gibt auch Leute, die 100% LPs wollen. Und denen beugst du dich ja auch. Ja, natürlich. Wahnsinn. Das ist schlimm. Ich mache das, was meine Zuschauer wollen. Deine Zuschauer wollen, dass du Spaß hast. Ich hab Spaß. Allein schon, wenn du leidest. Der Part von Star Wars The Old Republic ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das Video links oben klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dann verpasst du nämlich in Zukunft garantiert kein Video mehr von mir. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du mal auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeischaust. Die Links zu denen und natürlich auch zum Kanal vom Len16, der das Ganze hier mit mir spielt, findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!